Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und wir befinden uns natürlich immer noch in Dol Amroth, wo wir in der letzten Folge ja ein bisschen unten am Hafen rumgetickelt sind, mit den Kapitänen gesprochen haben. Das Hafentor, das wird ja jetzt momentan belagert von Korsaren. Aber zur Sicherheit sollen wir noch zwei Jungs, glaube ich, von der Besatzung wiederholen, die sich noch irgendwo andersrum vertreiben, für den Fall, dass es doch losgeht. Gut, das werden wir jetzt machen. Die müssen wir wohl oder übel hier irgendwo im Hafnertor suchen. Deswegen suchen wir mal wo oder übel hier irgendwo im Hafnertor. Ich glaube, das ist zumindest diese Quest. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, genau. Mitglied. Zap. Werde meine Pflicht tun. Der kehrt zum Schiff zurück. Na, sehr schön. Hier, du auch. Schiff ahoi. So, okay. Der haut auch in Richtung Schiff ab. Das ist okay. Auch wenn er weniger Lust hat. Ja, der hat ein bisschen, naja, der hat ihn nur genervt. Hier, ab nach Hause. Der denkt auch, dass es sinnlos ist. Naja, ist egal. Ey, das Blatt kennen wir schon. Wie ein Blatt im Wind. So. Gut, und der hat Angst vor dem Kapitän. So, okay. Wir haben alles erledigt. Das ging relativ flitzekacke schnell. Müssen natürlich wieder zum Hafen runter. Flitzekacke vor allem, wie komme ich drauf? Naja, ist egal. Wir müssen wieder zum Hafen runter, deswegen werden wir auch ganz fix den Hafen ansteuern. Ja, das können wir mal ganz kurz so machen. Jetzt wollte ich auch noch auslagern, habe ich vergessen. Naja, beim nächsten Mal. So, von unserer Angelaktion sind ja ein paar übrig geblieben. Jo, warum auch nicht? Frischer Fisch, frisch auf dem Tisch, obwohl da jetzt ja schon eine Woche in Bolteniels Tasche steht. Und ich glaube, die hat keine Kühltasche mit. Ich weiß nicht, ob ich den noch essen würde. Hm. Naja, gut. Das ist nicht mein Problem. Das muss Bolteniel ausmachen. Oder die wird es ja meiner Jaelia, so heißt meine Köchin, geben. Soll die entscheiden, ne? Also, okay. Bestimmt hat Bolteniel einfach nur ein magisches Stasisfeld. Hust, da kann man das ewig aufheben. So. Wir sind fast da. Mit fast meine ich, wir sind schon unten wieder beim Kai. Hi Kai, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich immer, dich zu sehen, Kai. Ja. Ja, Mai Kai. So, du bist, willst nur wieder angeln, ne? Bringt ihr Neuigkeiten? Ja, nee, die wollen wir nicht. Nein, danke schön. Nur angeln wollen wir nicht. So, aber wir wollen natürlich mit dem Schiff von Schifffahrt besprechen, damit wir da weiter können. Kapitel 2, die zwei Booten. Buch 2, Kapitel 2, zwei Booten. Haben die das absichtlich gemacht? Sehe ich jetzt gerade erst. 2, 2, 2. Interessant. Aber warum nicht? So, hier unten ist noch. Oh, guck mal hier, Korsaren. Diese Korsaren segelten unter neutraler Flagge, aber ich traue ihnen nicht. Und das solltet ihr auch nicht. Mach ich nicht. Hey, was willst du hier? Hast du nichts zu tun hier, oder was? Ich habe eine Botschaft für den Herrscher dieser Stadt. Könnt ihr mich zu ihm bringen? Und er beobachtet euch genau und grinst dann. Es ist also wahr, eine Frau herrscht in dieser Stadt. Führt mich zu ihr, damit ihr meine Nachricht überbringen kann. Ihr sagt dem Unterhändler, dass die Nachricht zu Lutriel bringen werdet, aber nicht den Boten. Er nickt scheinbar beeindruckt von eurer Reaktion. Dann sagt ihr folgendes. Balaklur, die Geißel der Geißel, Erbe von Castamir und Herrscher über alle Küsten Gondors, an die die Wellen brannten, lädt die Herrschenden in dieser Stadt zu Verhandlungen an Deck der mächtigen Nulltumir ein. Ich warte auf Antwort. Die haben aber auch komische Namen. So, na gut. Ich gehe dann mal zu Lutriel. Vermutlich werden wir dann in Richtung Verhandlungen gehen. Und dann werden wir alle umbringen. Bestimmt. So würde ich es machen. Ja. Ja. Ich bin halt ein Psychopath. Entschuldigung. Okay. Auf jeden Fall, weiter geht's. Wir gehen erstmal hoch. Müssen natürlich wieder ein bisschen hin und her laufen. Das ist ja oft bei den Story-Missionen, also bei den Buchmissionen, bei den epischen Quests, das ist oft der Fall. Aber, naja, gehört halt auch dazu. Und vor allem, es trägt ja am meisten die Geschichte weiter. Deswegen nehme ich das auch sehr gerne mit. So. Aber, von wegen Geschichte weitertragen, ne? Das hier sind die Korsaren von Umbar, etc. pp.
Und im Prinzip, wir sind längst in, also hier steht zwar Buch 2, Kapitel 2, das ist, hat aber, ja, damit effektiv nichts zu tun. Wir sind längst in, ja, in, wie heißt's? Rückkehr des Königs angekommen, genau. Wir sind längst im dritten Buch der Herr der Ringe Geschichte. Ja. Dann steht die Schlacht vor Minas Tirith, die ist glaube ich auch so Level 100 eigentlich. Wir sind dann also schon durchaus dran. Danach die Schlacht vom Schwarzen Tor und dann haben wir die Ringgeschichte durch. Das Spiel hier geht noch ein bisschen weiter, soweit ich weiß. Aber die Ringgeschichte haben wir dann durch. Interessant. Ich freue mich schon drauf. So, Dol Amroth. Tick-tack, 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 tick-tack. Oink, macht wieder Beam-Missionen. Ja, genau. So, Lothriel, hier, pass auf. Wie schlägt sich die Flotte? Wie steht es um die Schiffe, Bolzeniel? Ist es so schlimm, wie ich gehört habe? Ihr berichtet Lothriel von dem, was ihr am Kai gesehen habt. Das ist in etwa das, was ich erwartet habe. Aber ihr habt noch mehr zu sagen. Was gibt es noch? Wir müssen etwas unternehmen. Nur was? Ja, Lothriel hört sich regungslos zu, während ihr die Nachricht des Unterhändlers unterbringt. Und das, was sie gesagt hat. So. Ich brauche euren Rat. Ja, eure Meinung ist mir wichtig. Mindestens ebenso wichtig wie die meiner Meinung meiner Beraterin. Berater. Wenn ihr etwas Zeit habt, wäre ich für euren Rat dankbar. So. In Abwesenheit meines Vaters herrsche ich über Dol Amroth und es ist meine Pflicht, das zu tun, was am besten für die Stadt und für die Bewohner ist. Aber wer soll ich wissen, was das ist, Bolzeniel? Was würde mein Vater in Balakür verhandeln, mit Balakür verhandeln? Hatte er sich unter der Friedensflagge auf das Schiff des Gegners begeben oder hätte er das? Was hätte mein Vater getan? Wäre er hier? Es ist unwichtig, was Prinz Imrahil vielleicht getan hätte, wenn er anstelle seiner Tochter gestanden hätte, denn dem ist nicht so. Ich glaube nicht, dass Balakür Imrahil die gleiche Nachricht geschickt hätte. Sie darf ihm nicht trauen. Er ist eine Schlange, genau wie die anderen, die sich die Erben von Castamir nennen. Auf seinem Flaggschiff wäre sie nicht sicher, genauso wenig wie jeder andere von uns. Das muss sie dazu bewegen, sein Angebot abzulehnen. Ja, da hat Dora ein bisschen recht. Die hat zwar eine sehr tiefe Stimme für ein Mädel, aber ist du eigentlich Mädel? Ja, sieht aus wie ein Mädel, aber ja, ist ein Mädel. aber verschimmert. Okay. So. Frauen haben zum Glück zwei hervorstechende Merkmale, das zu sehen. So. Okay, das eine haben wir. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir irgendwo anders bei andere Berater finden wahrscheinlich. Weil ich wüsste nicht. Beratet Lothriel, wie es weiter vorzugehen gilt. Okay. Ihr dürft nicht gehen, es wäre zu gefährlich. Okay, gucken wir mal. Finde ich nämlich auch. Ihr habt recht, das Risiko wäre leichtsinnig, aber ihr solltet nicht das Risiko einsehen, wenn ich damit Leben retten könnte. Ich traue Balakür nicht, aber ich möchte meine Stadt retten. Könnte ich das nicht auf diesem Weg erreichen? Geht nicht. Die einzige Möglichkeit, Frieden zu schaffen? Okay, ich muss weiter. Okay. Nein, Lothriel! Bolzeniel hat recht. Balakür wird es ausnutzen, wenn ihr euch in seiner Gewalt befindet. Aber wenn durch diesen Weg das Leben von Unschuldigen gerettet werden würde, muss ich ihn nicht gehen? Was würde jemand anderes gehen in Gefahr würde? Ja, Gefahr, jemand anders damit umgehen. Ihr meint etwa Bolzeniel? Ja, ich wusste doch, dass ich da gehe. Ja, wenn ihr ebenfalls einverstanden seid, Ruhenbewahrerin? Freilich. Das scheint mir der klügere Weg zu sein, Bolzeniel. Falls ihr bereit seid, die Sache zu riskieren. Man kann Balakür nicht trauen, aber ihr seid vermutlich besser in der Lage, auf den Verrat zu reagieren. Du hast eine ganz andere Stimme bekommen auf einmal. Lauft ein Stück mit mir und ich werde die Möglichkeit, mein Möglichstes tun, um euch auf diese Aufgabe vorzubereiten. Ja, genau so klingst du. Der Unterhändler von Umba wird irgendwas tun. Weder Gondor noch die Amuren können euch dann noch helfen. Habt ihr Angst? Ich weiß, ihr habt Kraft und Gerissenheit, jede Art von Verrat zu überstehen. Bleibt wachsam, traut weder den Worten von Balakür noch keinem seiner Männer. Ja,
Wenn ihr sich die Gelegenheit bietet, einen Vorteil zu erlangen, dann ergreift sie. Versteht ihr nicht? Doch. Okay. Lothriel, ich gehe dann mal. Ich danke euch, Boltenil. Bleibt in Gegenwart von Balakür stets wachsam. Ich weiß, dass man ihm nicht trauen kann, daher solltet ihr vorsichtig sein. Tut, was möglich ist, um die Lage der Menschen in Dol Amroth zu verbessern. Ich wäre euch selbst gegangen, aber Durianef hat recht, es nicht zu tun. Die hätte sich viel zu viele Sorgen gemacht. Definitiv. Hätte ich auch. Der Korsar hat euch zur Nachtjuwel gerudert, während der Fahrt herrschte eine angespannte, unangenehme Stille. Hey, Uma! Dies ist die Nutsumir, also Nachtjuwel. Okay, das Juwel von Umbar und das Flaggschiff von Balakür, der Geißel. Ihr seid unter Friedensflagge hierher gekommen. Wäre dem nicht so, würde man euch niemals lebend, würdet ihr das Schiff niemals lebend verlassen, Molzeniel. Ich werde euch zu Balakür gehen. Er wird sicher nicht erfreut sein, dass ihr anstelle von Imrahils Tochter gekommen seid. Aber das ist nicht mein Problem. Es ist eures. Arr! Hier entlang. So. So, versklavte Sklaven, die hier Wache schieben. Captain! Der Herrscher der Stadt schickt ihre Antwort. Und die Antwort bin ich. Hey, Bali! Bali, Bali, Bala, Bala. Ihr seid nicht die Tochter Imrahils. Und ihr seid nicht die hübsche Geißel, die ich erwartet habe. Umer hat meine Nachricht falsch überbracht. Ich werde ihn auf der Stelle töten, wenn das der Fall war. Umer hat also die Nachricht überbracht, aber Lothriel hat beschlossen, euch zu schicken. Was soll ich von dieser Reaktion halten? Es zeigt, sie meine Wünsche kaum nicht kümmern und dass sie mir nicht traut. Es ist eine feige Reaktion, denn es zeigt, dass sie ihr Leben und ihre Sicherheit mehr schätzt als alles andere. Aber es zeigt auch Weisheit. Wenn sie hierher gekommen wäre, hätte sie sich die Frage erledigt. Gondor wäre mein. Wie viel hätte der Prinz wohl gegeben, um seine Tochter wohlbehalten zurückzubekommen? Das ist unwichtig, nur ein Gedankenspiel. Geht ein Stück an meiner Seite, Olsenjel. Hier, Bali, du bist da auf dem Schiff, ne? Wasch dich mal. Ich nehme an, ihr sprecht im Namen von Dol Amroth, Olsenjel. Ja, hier stinkst du all. Ihr versteht, dass meine Flotte das Hafentor kontrolliert, oder? Ja, deswegen riecht's ja so. Ohne meine Erlaubnis kommt niemand hier hinein oder heraus. Und am Geruch vorbei. Bis auf den Titel, den ich bin ich in jeder Hinsicht der Herrscher von Dol Amroth. Riecht aber nicht so. Aber ihr wisst schon selbst, Bolzeniel, die meisten meiner Krieger Gondors wurden abgezogen, um anderswo zu kämpfen. Aber selbst wenn sie hier wären, könnten sie kaum etwas gegen die Flotte von Umbar ausrichten. Aber ich bin ein schlechter Gastgeber. Ihr seid sicher durstig. Ich habe nur von Dingen gesprochen, die ihr bereits wisst. Diese Flaschen aus meinem persönlichen Vorrat. Nehmt einen Schluck vom besten Wein aus Umbar. Naja, gut. Jeder andere würde sagen, nee, danke, aber es ist halt Bolzeniel, ne? Unsere Duftkumpanin. Der Wein ist einer der besten, den ihr je probiert habt, okay. Und Bolzeniel hat viele probiert, ne? Muss man auch sagen. Ihr schaut euch um, Bolzeniel. Was seht ihr? Dies ist eine Seestreitmacht von Umbar, aufgebaut aus dem Nichts. Vor 30 Jahren segelte ein Held Gondors mit seiner Flotte nach Umbar. Er verbrannte die Schiffe, die am Hafen lagen, und nahm die Stadt ein. Die Korsaren haben seitdem ihre Wunden geleckt und ihre Flotte neu aufgebaut. Dieses Mal wird kein Held Gondor retten. Wo ist dieser Held, Bolzeniel? Er ist fort und ich bin zurück, um die Rache zu nehmen und seine Flotte zu verbrennen. So wie er es mit der Flotte Umbars getan hatte. Aber es wird nicht mehr viel übrig sein, wenn man sie neu aufbauen konnte. Wenn ich mit der Stadt hier fertig bin. Okay, bisschen falsch, aber ist egal. So, Ballaballa. Diese ist nur ein kleiner Teil meiner Flotte. Der andere wurde nach Pelagir begleitet und dann nehmen sie dort den Hafen ein. Gondor war die Kraft, sich nicht zu mir zu widersetzen, weil es riecht komisch.
Daher stelle ich folgende Forderung. Ein Bad. Ich meine, ich verlange die vollständige und bedingungslose Kapitulation der gondorischen Kräfte an der Küste. Ja. War's das? Nennt Balakür die eigene Forderung. Ich verlange, dass ihr diesen Krieg beendet. Nee, dass ihr nach Umbra zurückkehrt. So ist besser. Die Sklaven würde ich gerne freigelassen haben, aber nee. Also, wir machen das hier. Balakür startet, das ist alles. Wo ist eure Stärke, die euch erlaubt, solche Forderungen zu stellen, Bolzelniel? Was gibt es in Umba für uns? Gondor liegt vor uns, vollkommen schutzlos. Dieses Land ist reif für neue Herrscher. Überbringt der Tochter von Imrahil meine Forderung. Von mir bekommt ihr kein Boot. Springt über Bord und schwimmt an Land. Ich werde jetzt bis 15 Bolzelniel, dann solltet ihr von meinem Schiff verschwunden sein. Eins. Jetzt mal schnell noch was. Zwei. Keine Ahnung, ob das nützlich ist. Meine Geduld ist am Ende. Nun werdet ihr sterben. Okay. So, der Hepp. Ja. Oh. Mist. Ging ja schneller, als ich dachte. Hätte ich nicht erwartet. Aha, okay, wir haben uns zurückgezogen und sind jetzt, wo sind wir hier? Du bist doch nicht doof. Na gut, weißt du was? Wir machen das so. So. Man hätte sich wahrscheinlich doch zurückziehen müssen. Oder ins Wasser springen. Und dann wäre die Instanz geendet, ne? Das, aber... Ihr kennt mich, ich bin dafür zu feige für, ich bin dafür zu mutig für, ich stelle mich der Gefahr, zumal ich ja respawnen kann. Also, hat natürlich nicht viel genutzt, dass ich das Zeug draufgelegt habe, aber naja, gut, okay, ist halt so. So, den nehmen wir noch rein. Und dann reden wir nochmal mit Lothriel. Aber ich habe ihm immer schon ein bisschen Schaden gemacht. Das ist ja wichtig. So. Der wird sich jetzt die Wunden lecken, die er bekommen hat. Nur von einer Frau. Ja, so ist es. Und jetzt wird er sich dreimal überlegen. Wenn es da fünf von dem gibt, ne, dann ist mein Schiff kaputt. So. Ich brauche euren Rat. Wie die Meinung der Berater. Wenn ihr etwas Zeit habt, wäre ich für euren Rat dankbar. Schon wieder. Na gut, dann gehen wir nochmal in den Rat. Balakür, die Geißel. Okay. Ist das dasselbe wie vorher? Was hätte mein Vater getan, wenn er hier wäre? Es ist unwichtig, was Prinz Imrahil. Ihr dürft nicht gehen, es wäre zu gefährlich. Ich gehe wieder denselben Weg. Wahrscheinlich hat sie ja gestimmt. So. Und ich werde hier mal kurz einen Schnitt machen. Wahrscheinlich muss ich die ganze Geschichte nochmal machen, weil das ja alles zur Instanz gehört. Okay. Nun gut, dann in diesem Fall. Ja, ich mache mir einen kurzen Cut. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder auf dem Schiff bin und runterspringen muss. Offensichtlich geht's nicht anders. Na gut. So, da sind wir wieder. Okay, jetzt schwimme ich an Land. Mal gucken. Ich werde verschwunden sein. Tschüss. Da war es erledigt. So, okay. Vielleicht war es die falsche Forderung. Das ist mir aber ehrlich gesagt wurscht, weil ich habe dasselbe nochmal gemacht. So, okay. Captain Norris. Balakor und seinesgleichen seien verflucht. Ich schätze, ihr wart am Ende eurer Kräfte, als ich euch aus dem Wasser geholt habe. Ach Quatsch. Bolzeniel, wären wir nur etwas aufgehalten worden, wäre es vermutlich zu spät gewesen. Verflucht sei Bali, Balabala und seine Männer. Ich sage euch, dieser Mistkerl wird für seinen Verrat bezahlen. Genau solchen Verrat wurde von jemand anders erwartet, der sich Erbe von Castamir nennt. Habt ihr etwa über Balaklors Pläne herausgefunden? Dann solltet ihr zu Lothriel und sofort davon berichten. Na klar, machen wir das. So. Okay.
Dann reite ich mal zu Lothriel und während ich zu Lothriel reite, werden wir diese Folge ja, beenden. Sehen uns in der nächsten wieder und lasst ein Daumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Oben bei Lothriel wird die nächste Folge beginnen. Bis denn. Tschüss.